Wir finden uns hier am Schwarzenbergplatz, an einem Platz, der normalerweise von Leben gefüllt ist, der eine Begegnungsstätte ist und der auch die unmittelbare Nähe zur Deutschen Handelskammer in Österreich darstellt, die hier gerade gegenüber ist. Es ist aber auch ein Symbol dessen, was derzeit in Österreich passiert. Das Land wird runtergefahren. Die Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat, um den Coronavirus-Anstieg einzudämmen und auf der anderen Seite auch das Gesundheitssystem vor unüberbrückbaren Anforderungen zu schützen, haben dazu geführt, dass hier das Leben zum Stillstand gekommen ist. Die Geschäfte sind geschlossen, es gibt keine Restaurants, die auf sind. Alles, was so im Dienstleistungsbereich unterwegs ist, ist eingestellt worden. Aber auch im produzierenden Gewerbe stellen wir fest, dass die Unternehmen mittlerweile ihre Fabriken schließen. Die Automobil- und Zulieferindustrie hat Menschen in Kurzarbeit geschickt. Wir selber versuchen natürlich zu diesem Zeitpunkt gerade unseren Firmen und Mitgliedern entsprechend zu helfen, diese schwierigen Zeiten aufzufangen, indem wir sie beraten und unterstützen, was das Thema Arbeitnehmerüberlassung angeht. Da kommen Fragen auf im Moment. Was machen wir mit unseren Mitarbeitern, die im Land auf Baustellen sind? Wie kriegen wir sie wieder entsprechend raus? Wie können wir Kurzarbeiterzeitregelungen in Österreich nutzen? Wie können wir die Maßnahmen, die die Regierung beschlossen haben, in Österreich die Wirtschaft aufzufangen, nutzen? Und da sind wir nach wie vor im vollen Einsatz, um diese Serviceleistungen und diese Unterstützung unseren Mitgliedern und Kunden weiterhin anzubieten. Wir verbinden das natürlich alles mit der Hoffnung, dass die Situation und dass die Maßnahmen auch ziehen und funktionieren, damit wir baldmöglichst wieder in die Normalität übergehen können. Ich würde jetzt mal sagen, für die nächsten 14 Tage bis 3 Wochen sieht es nicht danach aus, aber dennoch versuchen wir, unsere Angebote aufrecht zu erhalten.